Tutorials und spannende Experimente kurzbündig und ohne viel Gelaber erklärt für Anfänger und Interessierte von Ricavidu. Heutiges Thema: Codevorstellung, Team Preacher Control by your range, no memory kits needed, also fangen wir auch gleich an. Dieses Display und die LED könnt, müsst ihr aber nicht benutzen. Beispielsweise könnt ihr beides außen an einem Gewächshaus anbringen, damit ihr nicht immer reinlaufen müsst. Ist das nicht herrlich? Ein schöner Urlaubsort auf Lulan, eine schöne, kräftige Sonne, aber diese Sonne ist auch ein Nachteil, denn sie brennt und sie knallt immer auf unser Glashaus. Was das Problem dabei ist, es heizt natürlich immer sehr stark auf am Tage. Der Code ist auf 15 Grad eingestellt, wenn mehr als 18 Grad sind, fängt er an zu kühlen, was durch ein blaues Licht, also eine blaue LED symbolisiert wird, wie ihr seht. Dieser Code kann aufgrund der fehlenden Anschlüsse an den Chips nur einen Heizer und einen Kühler steuern, das ist aber eigentlich kein Problem. Ihr braucht halt einen zweiten bzw. dritten Code, nämlich zweimal den Settings Repeater von mir. Da müsst ihr dann einfach die weiteren Geräte ansteuern. Hier in dieser Szene könnt ihr gerade wunderbar erkennen, dass auf diese Weise 5 Kühler angesprungen sind und den Raum gerade wieder auf 15 Grad runterkühlen. Sehen wir uns das Ganze doch ab jetzt einfach einmal in fünffacher Geschwindigkeit an und ja, diesmal stimmen die Angaben. Haha. Wenn die 15 Grad erreicht werden, schaltet der Code einfach ab, LED aus und schwarz. Mission erfolgreich. Das Ganze geht natürlich auch mit Heizen. Nachts hat Lulan den Nachteil, dass es minus 4 Grad draußen ist. Naja, also, unter 12 Grad ist der Code so eingestellt, dass er anfängt zu heizen. Um das zu erreichen, lassen wir doch einfach noch einmal ein bisschen kalte Luft nachströmen, sodass der Code gezwungenermaßen aktiviert wird. Wir können erkennen, auch das funktioniert einwandfrei. Auch das wieder mit fünffacher Geschwindigkeit. Yippee-yay-yay. Auch hier nochmal in normaler Geschwindigkeit zu erkennen, dass alle drei Heizer, die ich in diesem Fall laufen habe, einwandfrei funktionieren und vom Code entsprechend angesprochen wurden. Selbstverständlich auch wieder mit Hilfe meines Settings-Repeaters. Und dieses Mal ist es übrigens, weil es sonst auch zu lange gedauert hätte, siebenfache Geschwindigkeit. Gut zu sehen und zu erkennen, dass der Code bei 15 Grad auch wieder erfolgreich abschaltet. Mission erledigt, Raum aufgeheizt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr abonniert meinen Code. Eine weitere Version ist übrigens bald verfügbar.